Wer ist der Mörder der 11-jährigen Tanja? Das Mädchen verschwindet spurlos, bis irgendwann ihre Leiche gefunden wird. Kommissar Starke erinnert sich bis heute an diesen Fall. Er ist der Ermittler und sucht den Mörder des Mädchens. Die ganze Zeit über kämpft er, um die Tat aufzuklären und gegen seine starken Gefühle. Denn der Fall geht ihm sehr nah. Kommissar Gerhard Starke an dem Ort, an dem sein traurigster Fall seinen Lauf nahm. Bis heute kann der pensionierte Ermittler aus Koblenz die kleine Tanja aus Kochem nicht vergessen, die hier verschwand. Wenn Kinder Opfer sind, das ist immer sehr, sehr schlimm. Das geht einem unter die Haut. Ich glaube auch dann, wenn man selbst keine Kinder hat, bleibt das nicht in den Kleidern stecken. Und man denkt immer wieder, so unschuldige Wesen, die haben nichts angestellt, die haben nichts verbrochen, warum passiert sowas? Der kleine Ort Kochem an der Mosel. Es ist der 14. Dezember 1987. Kurz vor Weihnachten besucht die 11-jährige Tanja mit ihrer Mutter und dem kleinen Bruder den Kochemer Markt. Der kleine Bruder musste zur ärztlichen Versorgung in dieses Haus mit der Mutter. Man hat sich hier getrennt. Tanja wollte für ihren Bruder und für ihre Eltern Kleinigkeiten zu Weihnachten kaufen. Als die Mutter aus der Praxis kam, hat sie Tanja hier an dem Marktplatz nicht mehr aufgefunden. Beamte suchen das ganze Stadtgebiet ab, durchkämmen Geschäfte und Parks. Doch keine Spur von Tanja. In den nächsten Tagen wird die Suche ausgeweitet. Doch es lässt sich kein einziger Hinweis auf den Verbleib der Schülerin finden. Die Hoffnung soll man ja nie aufgeben. Aber je länger das gedauert hat und mit dem Kenntnis der Materie, konnte man eigentlich so nach 8 Tagen davon ausgehen, dass die Tanja nicht mehr lebend gefunden wird. Es vergehen Wochen und Monate. Von Tanja fehlt weiter jede Spur. Mittlerweile ist es April. In dieser Gartenkolonie unweit der Reichsburg sind nun wieder Spaziergänger unterwegs. Einem fällt ein seltsamer Geruch auf. Er ist diesem Geruch gefolgt und hat dann in diesen Schrebergarten, in dieses Häuschen reingeschaut und hat gesehen, dass aus einem Wasserloch Kinderbeine rausschauen. Er konnte Stiefel erkennen, er konnte Hose erkennen und den unteren Teil eines Pragers. Der Mann war natürlich total fertig mit den Nerven. Es geht einem unter die Haut, es geht einem nicht mehr aus dem Kopf. Tage, Wochen lang nicht aus dem Kopf. Und ich muss gestehen, dass ich beim Anblick der toten Tanja mich mit Gedanken beschäftigt habe, was ich mit dem Täter mache, wenn wir den ermitteln. Ich muss auch zugeben, dass ich den Gedanken hatte, ihn zu erschießen. Während die Leiche in der Gerichtsmedizin obduziert wird, untersucht die Spurensicherung die Umgebung und den Fundort. Die Schrebergartenhütte und das Wasserloch werden akribisch nach Spuren untersucht. Doch die Tat ist zu lange her. Es gibt so gut wie keine Hinweise, die auf einen Täter schließen lassen. Lediglich ein Detail ist auffällig. Beim Auffinden trägt das Kind einen Stiefel verkehrt herum. Warum, kann sich zu diesem Zeitpunkt niemand erklären. Für Gerhard Starke ist der Ermittlungsdruck enorm. Er befürchtet, Tanjas Mörder könnte wieder zuschlagen, noch ein Kind töten. Es ist schon ein erheblicher Druck, klar. Und deswegen waren wir auch, ich will nicht sagen Tag und Nacht, aber doch 15, 16 Stunden jeden Tag vor Ort und haben dort die Ermittlungen geführt. Gerhard Starke und sein Team arbeiten intensiv, um irgendeinen Hinweis zu finden, der auf einen Verdächtigen schließen lässt. Es ergab sich ein Hinweis auf einen Karl Heinz, der war bekannt, der war jeder Kochemer, zumindest kannte ihn. Und der Mann war in zurückliegender Zeit auch schon wegen Sittlichkeitsdelikten sowohl an Kindern als auch an erwachsenen alten Frauen in Erscheinung getreten. Bei dem Mann handelt es sich um Karl-Heinz W., einen geistig zurückgebliebenen Alkoholiker, der nicht in der Lage ist, zusammenhängende Sätze zu sprechen. Wenn man so einen Menschen dann befragt und will konkrete Angaben von ihm, ist das nicht möglich. Den kann man fragen, wo warst du am 14. Dezember? Und dann sagt er, Bier trinken. Oder auf der Gas. Oder alles, was
nicht nachvollziehbar ist. Man hat also, wie man so schön sagt, keinen Anpack bei solchen Leuten. Und deswegen hat man ihn auch nach eingehender Vernehmung wieder laufen lassen müssen. Stattdessen gerät für den Kommissar ein anderer Verdächtiger in den Fokus der Ermittlungen. Ein junger Mann, der als Spüler in einem nahegelegenen Hotel arbeitet. Er sagt aus, er sei in der Nähe des Tatortes gewesen und wisse nicht mehr, ob er das Kind getötet hat. Staatsanwalt Thomas Wissen aus Koblenz hält diese Aussage für verdächtig und beantragt zunächst Untersuchungshaft. Ich war im Verlauf der Ermittlungen von der Schuld des Verdächtigen überzeugt gewesen. Im Juli 1988 kam mir dann Gutachten auf den Tisch vom Kriminaltechnischen Dienst, die mich an seiner Schuld zweifeln ließen. Ich hatte so starke Zweifel, dass er tatsächlich der Täter dieses Mordes gewesen ist, dass ich dann beim Ermittlungsrichter gegen Widerstände des damaligen Leiters der Polizeiinspektion den Antrag stellte, ihn aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Ich habe mich letztlich gegen die Polizei da durchgesetzt. Es ist mittlerweile September, als Kommissar Starke endlich einen entscheidenden Hinweis erhält. Im 400 Kilometer entfernten Ulm entgeht ein Kind nur knapp einem Mord. Der Täter kann festgenommen werden. Und der Kollege sagte mir dann am Telefon, ja, wir wissen nichts Genaues. Der Täter hier in Ulm sagt nur, er habe in Cochem ein Mädchen. Weil er keine zusammenhängenden Sätze sprechen konnte, kam da auch nicht mehr. Und dann hat er geschildert, dass ein gewisser Karl-Heinz W. in Ulm versucht hat, einen 6-jährigen Jungen sexuell zu missbrauchen und anschließend mit einem Gürtel zu erdrosseln. Karl-Heinz W., er war der erste Verdächtige, den Starke bereits vor Monaten vernommen hatte. Doch ist er wirklich Tanjas Mörder? Der Karl-Heinz W. hat uns dann geschildert, dass er dieses Kind sexuell missbraucht hat, mehrfach, dass er es ausgezogen hat und als er es getötet hatte, wieder angezogen hat und dabei habe er den linken Stiefel nicht richtig anziehen können und habe es dann da auch bei belassen. Dinge, die also nur der Täter wissen kann und das führte dann auch zu seiner neuerlichen Festnahme und zur Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt. Bei der Tatrekonstruktion zeigt Karl-Heinz W. den Beamten detailliert mit einer Puppe, was am 14. Dezember 1987 geschah. Zu Beginn der Ermittlungen hatte der Kommissar starke negative Gefühle gegenüber dem Täter, wollte ihm sogar etwas antun. Doch das ändert sich, als er ihm gegenübersteht. Ich habe ihn auf der einen Seite gehasst und auf der anderen Seite bedauert. Das war für mich natürlich ein Täter, aber auf der anderen Seite habe ich den auch als Opfer eingesehen. Als Opfer seiner selbst oder seiner Umwelt oder was auch immer. Und sein Zustand, dieses Zittern und diese Entzugserscheinungen, Das war für mich ein kranker, armer Mann. Für die Tat wird Karl-Heinz W. vom Landgericht Koblenz zu lebenslanger Haft verurteilt, sitzt bis heute in Haft. Für Gerhard Starke war es der emotionalste Fall seiner Laufbahn.